Und weiter geht's im Dunkeln. Und du merkst, meine Stimme geht schon wieder in den Flüsterton über, um die Stimmung der Nacht ein wenig einzufangen. Naja gut, so traumhaft ist die Landschaft jetzt nicht, aber es ist immerhin eine etwas nostalgische Landschaft. So, zack. Immer schön aus der Mitte, aus so einem klassischen Brunnen. Oh, ich war damals so stolz darauf, als ich diesen Brunnen gebaut hatte. Weiß gar nicht, wer mir diesen Tipp gegeben hat mit dem unendlich Wasser damals. Ich glaube, es war mein Cousin, der in Minecraft damals schon weiter war als ich, durch den ich überhaupt auf Minecraft gekommen bin. Ich habe das schon immer wieder mal erwähnt und ich erwähne es gerne nochmals und nochmals. Ohne meinen Cousin hätte ich wahrscheinlich niemals Minecraft entdeckt oder erst sehr viel später. So, das haben wir auch. Jetzt haben wir allerdings auch keine Hacke. Hacke, Hacke, Hacke. Huch! Okay, Spinnen gab's doch. Warte mal, oh nein, jetzt müssen wir. Ich glaube, da war auch gerade ein Creeper. Es ist ein Gestampfe auf diesem Rasen. Ich finde das so lustig irgendwie. War da nicht noch ein Creeper? Warte mal, die Reichweite von den Creepern war noch anders damals. Die konnte man ganz gut erledigen. Hm. So. Also mit der Reichweite... Hat der nichts gedroppt? Haben die Creeper damals überhaupt noch gar nichts gedroppt irgendwie? Na so, wie viele Spinnenfäden haben wir? Ein? Zwei! Es reicht für eine Angel. Das ist doch was. So. Ich finde es allerdings ein bisschen doof, wenn hier hinterm Haus irgendwelche Monster spawnen. Deswegen machen wir ja mal gerade so ein bisschen Licht, dass wir hier weitestgehend zwischen dem Gestapfe der Schafe und unserem eigenen Gestapfe so ein bisschen in Ruhe gelassen werden. Hier noch eine Fackel, da noch eine Fackel. Können wir eigentlich noch mehr Fackeln herstellen? Warte mal eben. Haben wir keine Kohle mehr? Aber wir haben im Ofen, glaube ich, ganz viel, ne? 4, 18 Holz. Na super. Das ist ja phänomenal. Dann nehmen wir mal zwei raus. Jetzt haben wir auch noch gerade zwei Stöcker. Das passt ganz gut. Dann nehmen wir doch einfach mal nochmal 8 Fackeln da raus, weil wir da jetzt noch ein paar setzen wollen. Also hell muss es hier schon sein, sonst siehst du ja auch gar nichts. Dieser Baum, ja, kann man so stehen lassen. Ey, willst du nicht das Schaf abschießen? Schieß lieber mich ab. Creeper! Dusseligen komischen Ranzpfeile hier. Genau deswegen wollte ich Fackeln haben. Um das hier ein wenig auszuleuchten. So, Erde haben wir. Wir haben ja Erde genug. Erde haben wir ja wieder genug. Lass uns das Ganze hier mal eben flicken. Das mit dem Flicken ging damals auch schon sehr gut. Terraforming, mein Steckenpferd. Wo ich immer irgendwie Bock drauf habe. Also man ist in so einer Alpha-Version gefühlt nie alleine. Weil, auch wenn nur wenige Tiere in der Nähe sind, es ein unglaubliches Stapfen und Trampeln hier ist. Und wie gesagt, diese Tiere behindern einen ja auch. So, jetzt lasst mich hier gefälligst in Ruhe bauen. Es müsste jetzt aber weitestgehend ausreichend ausgeleuchtet sein, denke ich mal. Hier muss auch noch was hin. Eine Fackel können wir hier noch hinsetzen. Das muss jetzt auch reichen. Und jetzt kommen wir zu unserem ursprünglichen Plan zurück. Nämlich eine Hacke zu bauen. Hacke, Hacke, Hacke. Können wir gar nicht. Oh, wir haben gar kein Holz mehr. Toll. Na los. Nehmen wir den Baum eben noch schnell mit. Oh, der ist ja ganz schön weit weg. Ich hab Angst. Ich will nicht so weit. Ich will nicht so weit laufen. Muss ich jetzt aber schnell tun. Ganz schnell, komm. Gleich geht's wieder ins Licht. Oh nein, das ist auch noch so ein großer Baum. Was heißt, oh nein, eigentlich ist das ja gut, aber... Ich will jetzt nicht so einen riesen Baum hier fällen. Im Dunkeln.
Ich weiß doch nicht, was hier passiert. Ich weiß es doch nicht. Und ich will nicht, dass hier was passiert. So, reicht das jetzt? Komm, wir gehen jetzt zurück. Die Details vom Baum gucken wir uns morgen an. Also, bei Tage, meine ich jetzt. Nicht jetzt im Dunkeln. Oh, ich will schneller gehen. Nun mach schon, geh! Geh, 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 geh! Ein bisschen Holz haben wir dann auch wieder. Oh, ich glaube, ich muss irgendwas essen. Ich muss was essen. Ich muss jetzt dringend Ackerbau betreiben. Guck dir mal die Herzen an, habe ich doch gar nicht gesehen. Drei müssten reichen. Moment, jetzt muss ich erstmal Eisen rausholen. Wir können das auch aus Stein machen. Wer schwimmt denn da jetzt mitten in der Nacht? Wird keine Badeparty veranstaltet jetzt? So, Hacke. Alle Voraussetzungen da. So, Monster, lass mich jetzt bitte in Ruhe. Ich muss hier arbeiten. Okay, das geht. Ist er gerade im Setzling runter? Ist er gerade... Ja, hat mal der Samen runtergefallen. Ja, sehr schön. Mein Gott, nun geh weg. Hallo, hau ab. Geh. Das war damals auch das Thema, dass man immer, wenn es möglich war, seine Saat eingezäunt hat, weil nämlich diese Tiere einem tierisch auf den Senkel gehen. Absolut nervig, dass die ständig um einen herumstehen. Ich will die jetzt aber auch nicht töten irgendwie. Ich möchte jetzt, dass sie leben bleiben. Aber die haben, soweit ich weiß, die Saat auch nicht zertrampelt. So, jetzt haben wir alle... Und ich sag noch, ich will hier in Ruhe arbeiten. Was muss ich denn jetzt tun? Also es hat mich früher immer tierisch aufgeregt, wenn diese Creeper hinter einem plötzlich auftauchten. Und ich merke gerade, dass es mich heute noch genauso aufregt. Dass immer aus irgendwelchen Winkeln diese blöden Creeper kommen und einem die ganze Arbeit kaputt machen. Ach, die ganzen Setzlinge, die ganze Saat ist wieder aus dem Boden raus. Das Haus ist auch kaputt, na toll. Das ist ja super. Freut mich ja tierisch. Okay. Machen wir wieder heile, ist ja nicht so viel kaputt gegangen. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass wir von Monstern auch stärker frequentiert werden, als das noch in den ersten Folgen der Fall war. Irgendwie kommen die jetzt wohl dahinter, dass sie hier wohnen. Nein! Oh, oh, ich bin gleich tot, 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 ich bin gleich tot. Nein! Ich bin tot. Mein Problem ist jetzt, dass ich gar nicht weiß, wo unser Haus ist. Wo ist unser Haus denn jetzt? Fackeln, Fackeln, Fackeln. Spawnpunkt, das ist klar. Aber wo ist unser Haus denn? Ich weiß nicht, wo unser Haus ist. Da hinten sind Fackeln. Da hinten könnte es sein. Ich glaube, da sind wir rübergelaufen. Wenn ich jetzt irgendwo in einer Welt neu spawnen würde, wo würde ich hinlaufen? Ich würde hier langlaufen. Das ist jetzt unsere einzige Möglichkeit, dass wir so ein bisschen intuitiv uns vorwärts bewegen und uns mal umschauen, wohin könnten wir gelaufen sein. Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, die erste Folge oder die Folgen, wo wir uns ein neues Zuhause gesucht haben, ist länger her und ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Eines ist sicher,
Es ist an der Küste. Oh nein, hier kommen wir nicht runter. Hier kommen wir nicht runter. Hier kommen wir nicht runter. Boah, was ist das? Ist da viel Kohle gewesen? Hast du das gesehen? So. Im Schneckentempo bewegen wir uns vorwärts. Oh, ich hoffe, dass wir das finden. Ich hoffe, dass wir das finden. Irgendwie. Also sonst bauen wir uns gleich ein Boot. Haben wir schon überlegt, wir bauen uns ein Boot. Hätte ich mal die Koordinaten gemerkt, ne? Hätte ich mir bloß die Koordinaten gemerkt. Die gab es ja damals schon. Die blieben zwar nicht dauerhaft auf dem Bildschirm, wie ich jetzt gerade feststelle, wenn wir F3 drücken. Aber sie waren schon da. So, das muss hier irgendwo an der Küste sein. Es kann allerdings auch sein, dass wir jetzt gerade in die falsche Richtung laufen. Das kommt mir so gar nicht bekannt vor, wo wir jetzt gerade... Ich glaube, wir müssen uns ein Boot bauen. Ein Stückchen laufen noch. Wir sind ja, also ich erinnere mich schon dunkel daran, dass wir ziemlich weit gelaufen sind. Weißt du was? Wir bauen uns ein Boot. Das hat überhaupt keinen Sinn. Wir wissen ja, dass es an der Küste ist. Das ist ja unser Glück. Wäre das irgendwo im Binnenland gewesen. So, dieser Baum bleibt jetzt halb stehen. Das ist mir sowas von egal. Ich will nur etwas Holz für eine Crafting-Truhe und für ein Boot. Und es wäre irgendwie ganz cool, wenn wir das Ganze auch... Lustig, dass der Schriftzug vor dem Holz ist. Ach Gott. Boot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Einzeln, einzeln, einzeln. So. Crafting Tool lassen wir stehen. Boot zu Wasser lassen. Nehmen wir mal 3 Stück. Die gehen ja schnell kaputt, wissen wir ja. War damals schon so. Nehme ich jedenfalls an. Halt! Hier bleiben! Halt! Hey, was... Lass uns mal eben in die Richtung schippern. Unser Vorteil, wir sind ja noch weitestgehend jetzt vom Monstern geschützt, wenn wir das tun. Jetzt müssen wir eigentlich nur gucken, wo unser Haus ist. Wir kommen ja relativ schnell voran. Ich denke immer, dass das Lehm ist, aber das ist nur normale... Hallo? 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 Okay, ich habe mich auf dem See festgebackt. Das ist, nicht so schön, würde ich sagen. Oh, jetzt geht's wieder. Nein, es geht nicht. Doch, es geht doch. Womit das jetzt zusammenhing, weiß man auch nicht so richtig. So, das kommt mir irgendwie so unbekannt vor hier. Oh Mann, hätte ich mir bloß die Koordinaten gemerkt. Fabi, warum hast du dir die Koordinaten nicht gemerkt? Warum hast du das nicht getan? Also es könnte gut möglich sein, dass wir komplett in die falsche Richtung jetzt hier scheppern. Aber wir müssen diese eine Richtung jetzt komplett abfahren. Wenn wir nämlich in der anderen Richtung auch nichts finden, dann ärgern wir uns, dass wir... diese Richtung nicht ausreichend abgefahren haben. Und dann ist das, dann fängt es nämlich an, richtig zu nerven. Gucken wir mal, ob wir das wiederfinden. Durch meine 1A-Vorbereitung. Ziemlich steile Küste, ziemlich steile Berge. Also hier sieht das überhaupt nicht nach unserem Zuhause aus. Ich glaube, wir kehren mal um. Okay, jetzt geht gar nichts mehr. Nein! So. Also immer wenn sich... Ich... mache jetzt einfach mal eine Spekulation. Immer wenn sich neue Landschaften aufbauen, dann stockt das so extrem. Vor allem, wenn man in der Geschwindigkeit... sich vorwärts bewegt.
Das ist ja schneller als Rennen. Und man konnte ja nicht mal rennen damals in der Alpha-Version von Minecraft. So, das ist hier aber gänzlich unbekannt. Also hier waren wir nicht. Hier waren wir nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier gewesen sind. Lass uns zurückschippern und noch einmal die Küste komplett entlang. Wir werden es wiederfinden, da bin ich ganz sicher. Irgendwie. Und mit dir zusammen werde ich es wiederfinden. Oder sonst nachher auch alleine. Ich werde das sonst, wenn es jetzt zu lange dauert, werde ich das ohne Aufnahme machen. Aber ich werde es garantiert wiederfinden. Diesen Ackerbau möchte ich gern jetzt auch in der Alpha-Version hier zu Ende bringen. Und natürlich bin ich auch immer, habe ich schon mal erwähnt, aber ich muss es immer wieder sagen, ich bin natürlich auch auf deine Kommentare angewiesen, auf deine Likes oder Dislikes, wie auch immer, ob dir das gefällt, was ich hier mache oder nicht. Bei Minecraft Alpha bin ich einfach unsicher, weil es so ein super altes Spiel ist, weil es alles andere als perfekt ist, deswegen heißt es ja auch Alpha. Und sollte es dir irgendwann nicht mehr gefallen, dann schreib das gerne. Denn es hängt auch von dir ab, ob dieses Let's Play fortgesetzt wird oder eben nicht. So, jetzt schippern wir hier nochmal lang. Etwas angespannt. Ich möchte das jetzt wirklich bei Tage erreichen und nicht in der Nacht hier noch auf dem Meer rumdödeln. Wir können die Nacht ja auch nicht überspringen. Und wenn es hier Nacht wird, dann sehe ich das Haus auch nicht mehr vielleicht. Obwohl, das Haus müsste man eigentlich trotzdem sehen, weil es ja mit Fackeln beleuchtet ist. So, da ist unsere Crafting-Truhe. Unser Ausgangspunkt für die Seefahrt quasi. Und jetzt schippern wir nochmal hier lang. Ich meine, wir sind schon ein bisschen gelaufen. Wir sind schon ein bisschen gelaufen. Aber so weit können wir eigentlich nicht gekommen sein. So weit können wir nicht gekommen sein. Und das Problem ist ja auch bei Minecraft Alpha, es sieht alles gleich aus. Es sieht alles gleich aus. Es gibt ja noch keine unterschiedlichen Biome. Vielleicht Wüsten, ich weiß es gar nicht mal. Aber bis jetzt habe ich nur ein einziges Biom gesehen, das mit diesen Eichenbäumen, also Grasland, Forest, Plains, wie auch immer man das nennen mag. So, hier ist auch eine Stallküste. Aber zumindest hält unser Boot. Das ist ja schon mal viel wert. Unser Boot hält. Und jetzt bitte, 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 lass jetzt irgendwo das Haus auftauchen. Ich hätte jetzt gerade fast gesagt, die Insel kommt mir bekannt vor, aber die sehen ja auch alle gleich aus. Haben wir hier irgendwas gemacht? Ist hier irgendwas in dieser weiten Alpha-Welt, dieser etwas, klingt ein bisschen negativ, in dieser monotonen Alpha-Welt? Ein Abschnitt mit einer schönen Küste. Mit einem weiten Blick aufs Meer. Diese Inseln sind irgendwie ganz nice, aber die sehen wirklich alle gleich aus. Die sehen wirklich alle gleich aus. Aber die Grafik hat bisher nicht gestockt. Das bringt mich zu der Vermutung, dass diese ganz... Ah, da ist es! Wir haben's! Cool! Nice! Alles klar. Ich wollte gerade sagen, das bringt mich zu der Vermutung, dass diese ganzen Weltbestandteile schon bestanden haben. Und genau das ist auch richtig. Steht relativ nah an der Küste. Ist mir gar nicht so... Also, dass das Haus so auf dem Präsentierteller liegt, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, unsere erste Seefahrt haben wir damit auch hinter uns. Lassen das Boot mal zerschellen. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Gar nicht. Ich komme nicht aus dem Boot raus. Unsere erste Seefahrt haben wir hinter uns. Die Boote erstaunlich stabil. So, was ist hier jetzt? Wird schon wieder dunkel. Moment. Ist der Krempel noch da? Ist der Krempel noch da? Wo sind wir denn gestorben? Da hinten irgendwo. Ha, unser ganzes Kram ist noch da. Jawoll. Das freut uns doch. Auch der Eimer. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das macht mich jetzt ein bisschen stolz. Sollte uns das nochmal passieren, dann... Da ist sogar noch Erde.
Ein bisschen können wir das Loch auffüllen, auch wenn wir das nicht komplett auffüllen können. Aber ein wenig können wir das tun.